Der König vom Kiez. Was für ein Typ. Was für ein Typ, ja, der, erstmal würde man sagen, futuristisch, er 1,82 groß oder lang, 100 Kilo, Sommer wie Winter, über 30 Jahre das Gewicht gehalten. Ja, und mich persönlich beschreiben, ja, also vielleicht als umgänglich und kann ein bisschen mehr ab wie die anderen. Klamottenmäßig, das kommt darauf an, was für Anlass ich biete. Also ich denke mal nicht, dass ich mit irgendwie einer Jeans oder irgendwie einer Einladung gehe, wo es angebracht ist. Also das kann man sich dann erlauben, wenn man wirklich gut bereift ist und auf alles sich ausscheißt. Ne? Geh weiter, so war das. In dem Film sieht man ja nur von Anfang an, das handelt sich da nur um eine Person. Aber es waren drei und die haben also sehr energisch immer in dieses Vorhaben, was die Kameramann-Leute vorhatten, also Filmarbeiten unterbrechen, haben sich da vorgestellt und haben die alle genervt. Und jetzt war der Zeitpunkt, dass ich dran war und sollte dann mal aus früheren Zeiten sprechen über die Straße. Und da passierte das, was im Vorfeld auch schon passiert ist. Da machte sich einer aus der Gruppe raus und stellt sich vor mich und baut sich auf. Und danach habe ich ihn gefragt, ob er ein Problem hatte. Ja, und dann habe ich mich zu hinreisen lassen und habe dann eine Backpfeife reingeknallt. Ja, das war's eigentlich. Und dann bin ich schnell, so schnell es ging, von dem Ort eben weitermarschiert. Und habe dann weiter meinen Job gemacht. Ja. Die drei Typen, nachdem einer von denen auf die Backen gefallen ist, die waren dann zu dritt noch da. Und wo die Filmaufnahme war nicht zu Ende, bis zum Ende der Reeperbahn war das, bis zur Schmuckstraße. Und da hatten sie nochmal irgendwas Lautstarkes gesagt. Wusste ich nicht genau, was war. Dann habe ich gesagt, ist es wohl besser, es soll Ruhe geben. Und das haben sie dann auch eingehalten. In der ganzen Zeit wurde die Handlung ja auch gefilmt, ne? Weil das war ja nicht vorgesehen, dass da solche Patienten da mir im Weg laufen. Ne? Und wenn du da solche Heinis an der Seite hast, die dann noch zusätzlich den Zambon machen und dich nerven, ne? Dann jetzt war ich dran und ich wollte mich nicht nerven lassen. Ich habe mich 30 Jahre vorher nicht auf der Straße nerven lassen. Dann brauche ich nicht auf die Seifenteddys warten. Ne? Geh weiter. Vier Frauen in der Tagesschicht. Ja, da oben, das ist ganz einfach zu erklären, denn das war der ehemalige Eurocenter. Da hatte ich also, wie gesagt, am Anfang eine Etage. Hab angefangen in der Tagesschicht mit vier Frauen und hatte dann zwei Monate später 27. Und dann, wie gesagt, ein Jahr später hatte ich dann mit zwei Etagen, das Bellamy und das Salon Mademoiselle. Geh weiter, so läuft die Tagesschicht. Tagesschicht ist ganz klar erklärt, morgens willkommt eine Wirtschafterin mütterlichen Charakters, die schließt das Bordell auf. Zu der Tagesschicht von vier bis sieben Frauen bei mir, die fangen dann an, am Tag an im Eurocenter zu arbeiten. Um 9 Uhr wird schon gemütlich gefrühstückt, wie bei Modern, und dann rüscht man sich auf, tauscht seine Erfahrung aus und dann machen sie fertig für die Gäste. Ne? Und dann gehen sie runter in den Hof und sprechen eben Gäste an. Ganz normal, wie die Nachtschicht abends 20 Uhr bis morgens auslaufend ist, ist das eben am Tage auch. Also in der Mittagspause weiß man gar nicht, wie viel gerammelt wird. Geh weiter. Ein guter Freund von mir, Werner. Ja, Werner ist also ganz schlecht, den kenne ich über Jahre, das sind Porter, die sind auch in der Regel über lange Jahre dort, die kennt man halt. Ja, ein Porter, der steht vorne und spricht die Leute an. Ja, früher haben sie dann in den 70er haben sie noch Greifer gesagt. Ne? Das wurde dann ja irgendwo verboten, also dass man sie anhalten konnte und bleibt mal stehen und so. Das wurde dann reglementiert, so von der Sache her. Und ein Portier, Porter. Ne? Hey, ich bin Porter dort und dort. Das waren die Abkürzungen. Und Werner war eben, wie gesagt, auch ein eingefleischter Motorrad, also ein Biker-Fan. Und das war ich auch. Und deshalb diese imposante Begrüßung und weil das so raussah, als wird es am nächsten Tag schönes Wetter geben. Deshalb habe ich mich gefragt, hey Werner, und guck mal, das wird ja morgen schön. Ne? Der Kiezkönig ist geboren. So kommt man ins Geschäft. Ja, ich könnte ja wieder ganz kess sagen, durch die Tür und ich war da. Ich habe ein Sportstudio gehabt, am Anfang der Ostweststraße, Studio 52. Und unter anderem diesen Gästen hatte ich einen Freund und der war hier mit einem bekannten Räder zusammen und hat Geschäftsführer, war sehr reich, hat damals schon großen Wagen gefahren. Und der lud mich ein, ins Café Cherie zu Wilfried Schulz, ins Café Cherie einen Abend mit ihm zu verbringen. Ja, und da bin ich mit ihm hin, habe das eben ernst genommen und dort haben wir eben zwei Mädels eingeladen. Und in einer habe ich mich verknallt und sie in mich. Und das war für mich natürlich absolut Neuland, also mit einer Frau, wo ich eben noch... Oder besser gesagt, mein Freund bezahlt hatte und mit der die Nacht verbracht habe und wir wollten uns nicht loslassen. Das war schon ein ganz komisches Gefühl. Und dann hat man natürlich hinterfragt. Und die Frau war auch mit dem Mann zusammen. Und für mich eben ein biblisch alter Mann, der war 43. Ne? Und ich war, wie gesagt, 24. Und sie war noch zwei Jahre, 22. Da kannst du dir vorstellen, wie ich reagiert habe. Was will der alte Hahn von dir oder sowas? Und naja, und
wir sind noch nachts in mein Studio gefahren, wir haben ein bisschen rumgezappelt an die Geräte und fanden das witzig und wir haben auch zusammen gepasst. Und zwei Tage später kam sie mit zu mir ins Studio, war völlig Fox und Foxy und sagte eben hier, der Tarzan, also da wurde ich mit gemeint, der Tarzan soll sich am Nobis-Turm mal melden. Ihr Vorgänger, ihr Typ, da soll ich antreten. Ne? Naja, habe ich einfach, in meinem Studio habe ich damals einen Holländer, Henk van der Lucht und meinen besten Freund Dietschi mitgenommen, auch um die 110 und 120 Kilo Leute. Nicht gerade, und da haben wir das kurz besprochen und wussten nicht, was auf uns zukommt, sind wir in das Hotel gefahren, ich vorweg. Und da habe ich einen Billardtisch da drinnen gesehen, Poolbillardtisch, und den hat der Henk und der Dietschi vor die Tür gestellt und geschoben und ich habe gebrüllt und mir keiner abhaut hier von dem Laden und bin auf die Zocker, da waren, die haben gezockt. Ich wusste auch gleich, wer der Ludenschorsch war, ein steil geföhnter Hahn, gute Sandbank und wie gesagt, mit der Abteilung Kette um Hals und naja, die Golduhr. Da bin ich hin und hab dir meinen Text gesagt, er wollte 40.000 Mark in bar absteckig. Das so viel Geld habe ich noch nicht mal auf dem Haufen gesehen. Das sollte ich bezahlen. Ich, ja, da tut mir mal gefallen. Ich habe 400 Mark die Woche nach Hause gehießt. Ja. Ja, da ist mir ein Ei aus der Hose gefallen. Ja, dann habe ich in meine Richtung, ich bezahle für keinen Menschen auf der Welt nicht. Das ist, also ich war ja dann noch, soll man sagen, klinisch rein in dieser Richtung. Und habe gesagt, dann soll er sich das aussuchen. Das passiert hier ein Unglück. Und dann habe ich gesehen, wie seine Beine gezittert haben. Also das war schon in Ordnung so. Und der Auftritt war geil. Ist auch, wie gesagt, wie mediengerecht rübergewachsen. Also nichts geht schneller zwischen Nobis und Müllerntor, wie der andere Nachricht, die dann reingeknallt hat. Welcher junge Mann in meinem Alter, der, wie gesagt, da ausgepobelt worden ist von der Frau, sagt so, ich möchte dich nicht, zieh mich zurück, ich habe da meine Bedenken, ich möchte meine 400 Mark ehrlich verdienen und backt sich ein Ei auf 1500 Mark jeden Tag. Pro Tag, ich rede vom Tag, ja. Ja, und wenn du mit so einer geistigen Würze, sprich Patte, dann durch die Gegend gehst als junger Mann, ja, da fällt dir was ein, wenn du den ersten 2,8er BMW Leder geholt hast, all solche Sahnetörtchen. Den Alwässern. So gibt's die Hügel von den Prinzessinnen. Der Weg ist dorthin lang. Da gibt es Frauen, das ist eine Gattung, die geben dir das, sagen wir mal, in der Form freiwillig, hier mein Schatz, oder machen dir ein Kuvert, gehst nur einmal eine Woche hin, da gibt es etliche Sachen. Ne? Und wie du die Frau natürlich rein hierarchiemäßig anordnest, wie die gut ist oder sowas, umso mehr posierst du sie auch. Machst eine Werbewoche, fließt mal für ein paar Tage nach Gran Canaria, wässerst den Aal eine ganze Woche bei ihr und dann bist du wieder richtig in der Funkstimmung. Das ist, darauf gab es ja auch Geld. Bei der Maria war das anders, da gab es gar kein Geld, da habe ich sie links liegen lassen. Man musste ihr das nur nehmen, das war ihr Ding. Da muss man einfach selber der Patient sein, in die Tasche greifen. Nur das alles sind Erfahrungen, die du machst. Das ist wie Gehhilfe. Und wenn die dann zweimal im Monat in Urlaub gefahren sind, Gran Canaria, das war damals so Usus, und haben dann abgekürzt, sind sie braun gekommen und dann, ach, mein Mann hat mich wieder eingeladen. Und so weiter, hast du hier eine Rolex geschenkt von dem zusammengevögelten Geld. Ne? Man hätte sich auch selber kaufen können, das ist doch klar. Weißt du, ich bin in den Laden gegangen, mir eine Rolex mal gekauft, nie. Die Dinger, diese Accessoires, die habe ich alle geschenkt gekriegt. Ja, angefangen beim Auto oder so. Ich bin in den Laden reingegangen, habe mir vor 150 einen Porsche geholt, 300 PS, ne? Turbo. Guten Tag. Ja, und habe ich noch einen kleinen Rufspoiler anbasteln lassen, weil mir das nicht gefallen hat, bin ich vom Hof gefahren. Was ist ein geiles Gefühl, ne? Bist doch keine 30. Die Ritze. Diese Kneipe ist der Hit. Ja, die Ritze, es ist also krass erzählt. Ritze ist erstmal von der Struktur her, früher war das ein Scheißhaus, ein Pissoir, wo sich die Freier leer gemacht haben. Das war in dem Palais d'Amour. Und da wurde auch dann ein bisschen mehr Schnaps gehandelt, um sich Mut anzusaufen am Pissoir. Und irgendwann ist die Idee gekommen, dass man da mal eine Kneipe draus macht. Und diese Kneipe ist ein Hit, weil die hat noch nicht mal Fenster, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Aber die läuft. Die Ritze gehört den Hanne, ja genau. Hanne ist für mich mehr oder weniger eine Vaterfigur. Man muss sich vorstellen, ich war in den 70er Jahren, bin ich das erste Mal hingekommen, eine Boxkarte geholt. Da habe ich Hanne gesehen, der nur 18 Jahre älter ist als ich. Und das war eben in Anzug gut, dieses ganze Milieu, das hat mir sehr gut gefallen. Aus ganz Deutschland war man da und hat sich dann eben dort amüsiert, vor dem Boxkampf und nach dem Boxkampf. Und das ging über Tage. Naja, und das ist die Ritze.